Viele Leute haben es nicht auf dem Plan, aber es war ja angekündigt, das EU-Vermögensregister. Ja, und nun haben wir 2024 und es wird ernst. Jetzt geht es um dein Vermögen und die Frage, wie die EU, wie die Behörden es katalogisieren können und dir gegebenenfalls auch abnehmen können. Es wird jetzt wirklich richtig ernst. Und dazu, was man jetzt noch machen kann, habe ich eingeladen Klaus Keller von der Beno Solutions, der Vermögensschutzexperte. Klaus, sag uns doch mal kurz, was jetzt Status quo ist. Hallo, erstmal danke für die Einladung. Ja, am 17.01. hat der EU-Ministerrat und das EU-Parlament die Deckelung von 10.000 Euro erstmal beschlossen, die Einführung des Vermögensregisters, Vermögen ab 200.000 Euro. Nun muss man aber Folgendes wissen: So eine Zahl kann ja nun auch relativ zügig nach unten reguliert werden. Was viel, viel schlimmer ist noch, ist diese neue Behörde, die dann ins Leben gerufen worden ist, kurz AMLA, nennt sich Anti-Money Laundering Attorney. Und diese Behörde hat natürlich einen weitgreifenden Zugriff, um auf jeder Person zu schauen, was macht sie, wo ist das Vermögen, beziehungsweise wo ist noch der letzte Groschen versteckt. Und witzigerweise hat sich natürlich Frankfurt am Main gleich beworben, um diese Behörde ins Leben zu rufen. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Das ist eine Bekämpfungsbehörde. Geldtransferverordnungen werden da reguliert. Und diese Behörde kann eure Konten sperren, die kann Unterlagen anfordern, die kann Hausdurchsuchungen veranlassen. Also das ist, ich sag mal, DDR 2.0. Und vielleicht noch kurz zu sagen, wer dann sein Vermögen dort nicht einträgt. Hier möchte ich auch kurz eine kleine Spekulation reinbringen. Ich glaube, der Waffenhändler oder der Drogendealer, der wird sein Vermögen nicht in so ein Register eintragen. Von daher hat das Ganze mit Geldwäsche natürlich auch nichts mehr zu tun, sondern es geht um die Bespitzelung jeden einzelnen Bürgers. Und die Behörde kann Strafen erheben zwischen dem einfachen bis fünffachen Satz. Das heißt, bis zu 1 Million Euro bei Zuwiderhandlung. Also da werden wir uns auf einiges einstellen müssen. Rette sich, wer kann, sage ich nur. Ja, ich hatte es eben auch schon eingeblendet, diese Anti-Money-Laundry-Authority, also in Deutsch heißt es die Finanztransaktionsuntersuchungsstelle, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchung, was für ein Wortungebilde. Also was die da dafür Rechte haben, also zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Behörde von Unternehmen und Personen die Herausgabe von Dokumenten und Informationen verlangen, sogar mit richterlicher Genehmigung Hausdurchsuchungen durchführen. Das ist doch nun wirklich eine neue Umlaufbahn, in der wir uns jetzt befinden. Naja, ich möchte es mal so sagen. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, der letzten Jahre wird natürlich mit einer Salamitechnik perfekt gearbeitet. Kommt das Vermögensregister, kommt es nicht, kommt die Vermögensabgabe, kommt sie nicht. Aber wenn du dir auf der EU-Kommission die Beschlüsse anguckst, dann arbeiten die Stück für Stück ganz langsam weiter. Ich möchte hier kurz mal was vorlesen, was die Ursula von der Leyen von sich gegeben hat. Die Ausgangsbasis für kommende Initiativen der EU für eine einheitliche Rechtsgrundlage, gemeinsame Instrumente und vor allem ein gemeinsames Vorgehen der EU-Länder gegen die Abwanderung von Vermögen über die EU-Grenze in Staaten, die noch heute gute Möglichkeiten bieten, privates Vermögen vor dem Zugriff des Fiskus im Entscheidungsland zu verbergen. Ursula von der Leyen. Damit sagt sie nichts anderes, wie dass dieser ganze Terrorismusbekämpfung und Geldwäsche ist letztendlich das Narrativ. Die Wahrheit ist, es geht um das Vermögen eines jeden Einzelnen. Sie sagt es auch noch hier ganz offiziell. Ja, da gibt es auch eine Abhandlung von einem ganz berühmten Rechtsanwalt in Deutschland, beziehungsweise der Seite anwalt.de. Und die EU braucht ja bekanntlich viel, viel Geld. Und da steht also unter anderem, dies kann insbesondere von dem Hintergrund von Diskussionen um eine einheitliche Vermögenssteuer, also in der EU, oder Lastenausgleich, ich meine, da sagen Sie Lastenausgleich, wichtig werden. Aktuell sieht man die Folgen des Klimawandels in den südlichen Staaten. Und da sagt dieser Experte Fritsch,
eine funktionierende EU wird, die entstehenden Lasten gemeinsam schultern müssen und das muss finanziert werden, steht da. Und damit ist ja nun Tür und Tor geöffnet, hier was ich mal genau auf die Immobilie drauf zu gucken. Hundertprozentig, weil die Immobilie immer noch der Teil des Vermögens ist der Deutschen, den ich nicht wegschieben kann, wo ich relativ zugreifen kann oder relativ schnell zugreifen kann. Meiner persönlichen Meinung nach wird dieser Lastenausgleich auch kommen. Aber man sieht ja im Mainstream, wird ja auch jetzt so eine Gegennarrativ gemacht, dass die freien Medien, wie wir es hier sind, einfach nur Geschichten erzählen. Der Lastenausgleich wird so nicht stattfinden. Schau es dir auf den EU-Kommissionsbeschlüssen an. Stück für Stück geht es weiter. Ich sage, zweites China kommt so langsam nach Europa. Und wer sich das nicht gefallen lassen will, der muss sich halt dementsprechend um Vermögensschutz bemühen. Und Vermögensschutz dauert halt eine gewisse Zeit und muss natürlich auch länderübergreifend stattfinden, ganz klar. Weil du willst ja dein Geld vor der EU schützen. Also wirst du die Lösung nicht innerhalb der EU finden. Ja, dazu gibt es morgen ein ganz wichtiges Webinar mit euch, mit den Vermögensschutzexperten. Kostenloses Webinar, es beginnt um 19 Uhr. Also wenn du wissen willst, wie du dein Vermögen, deine Immobilien und so weiter schützen möchtest, nimm an diesem kostenlosen Webinar teil. Der Link ist gleich hier drunter. Ich glaube, es ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn und deshalb ist dieses Webinar morgen um 19 Uhr so wichtig. Klaus, ich glaube, die EU, die wissen natürlich, dass es einige reiche Leute gibt, die haben Yachten, die haben Häuser, die früher zum Beispiel auch mit Schwarzgeld finanziert worden sind und so weiter. Und da wollen sie jetzt genau hingucken und die Leute hierzulande ausziehen und kommen dann mit der Frage rüber: Hör mal, du hast ja auf Mallorca diese Riesenhütte und die ist 5 Millionen wert oder 10 Millionen. Wo hast du eigentlich damals das Geld hergeholt? Das sind doch die Fragen, die kommen werden, oder? Ja, hundertprozentig, aber du musst dir ja mal anschauen, dass das Vermögensregister ab 200.000 ist. Das ist ja der Mittelstand in Deutschland. Ich sag mal, ein guter Kebab-Verkäufer in Berlin, der hat mit Sicherheit 200.000 Euro weggelegt. Wenn man es gemacht hätte ab 5 oder ab 10 oder ab 20 Millionen, dann hätte man ja vielleicht noch sagen können, gut, da geht man tatsächlich den Großen an die Wäsche. Aber man geht ja hier mit dieser Zahl direkt auf den Mittelstand los. Ja, und das ist ja eigentlich das Dramatische dabei. Es ist ja noch nicht mal der Mittelstand. Also 200.000 dürfte wahrscheinlich auch ein Oberstudienrat mit der Zeit angespart haben. Hundertprozentig, ja. Der untere Mittelstand, der normal ein situierter Angestellter, der 10 Jahre gespart hat, auch der hat mit Sicherheit vielleicht durch das Wachstum seiner Eigentumswohnung und ein paar Aktien 200.000 verdient. Also eigentlich kannst du sagen, jeder, der 3 Euro irgendwo weggelegt hat, der kommt da rein. Und das ist schon sehr, sehr bedrückend, muss man sagen. Aber dass die dann mit Hausdurchsuchung oder sowas kommen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber man konnte sich ja früher vieles nicht vorstellen. Ja, man kann jetzt auch das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Die können auf deine Flugtickets zugreifen. Die können auf Leasingverträge zugreifen. Die können auf Kfz-Anmeldungen zugreifen. Diese Behörde kann so ziemlich auf alles zugreifen. Und du weißt ja auch, wir sind in der Zeit der KI. Da sitzt ja nicht mehr der Finanzbeamte, der versucht, das irgendwie zusammenzutragen, sondern das macht eine KI, die dir in 3 Minuten sagt, Achtung, bei Michael Moss musst du mal aufpassen. Weil der fliegt jedes Wochenende Business Class nach Dubai, hat aber angeblich kein Vermögen. Da würde ich schon mal genauer drauf gucken. Ja, also so weit kann man das Ganze natürlich spinnen. Also, wir stehen vor dem totalen Schnüffelstaat. Das ist DDR 2.0, hundertprozentig, ja. Aber wir haben noch Zeit. Wir lesen ja diese ganzen Beschlüsse, wir schauen uns alles im Detail an. Wir haben auch ein Juristenteam hier um uns geschart, die sich das anschauen. Und es gibt die Zeit noch. Nur irgendwann ist die Zeit natürlich abgelaufen und dann bist du natürlich wie in China und kriegst vielleicht Vermögen gar nicht mehr raus. Ja, aber wenn ich meine Hütte auf Mallorca habe, was mache ich denn dann? Kannst du das kurz anreißen? Naja, wenn du deine Hütte auf Mallorca hast, hast du nur die Möglichkeit, sie als dein Welteinkommen oder als dein Weltvermögen mit in dieses Register aufzunehmen. Und der nächste Schritt ist natürlich dann daraus eine Vermögensabgabe. Ganz klar. Aber den Staat zu bescheißen, kannst du natürlich nicht. Oder du verkaufst sie vorher und packst dein Geld aus Europa weg und dann musst du es auch nicht mehr angeben, wenn es dann in einer Stiftungs- oder Vereinsstruktur intelligent drin ist. Solange es
auf deinem Namen ist, kannst du es eigentlich nicht mehr verschleiern. Das ist die Wahrheit. Das gilt dann auch, wenn ich das Geld außerhalb der EU habe. Du kannst es auch in Alaska irgendwo verbuddeln. Natürlich, solange es auf der Person, auf deinem Namen sichtbar ist, dann ist es dir. Und du kannst auch nicht ein Darlehen an jemand geben, weil dann wird man dir sagen, na ja gut, du kannst es ja auch in den Main schmeißen, wenn du möchtest, aber wir sehen es immer noch so, dass es bei dir ist. Mit einer der Möglichkeiten ist einfach in Stiftungs- und Vereinsstrukturen zu gehen, die dir nicht direkt zuzurechnen sind. Aber das bedarf Zeit und einer guten Vorplanung und du kriegst es nicht in 14 Tagen hin. Ja, also wie man das macht, dazu gebt ihr morgen im Webinar um 19 Uhr Auskunft. Das Genau. Ganze ist kostenlos, also schau unbedingt mal rein. Das ist also wirklich wichtiger Wissensstoff, den man heutzutage braucht. Klaus Keller, erstmal vielen Dank, dass du uns hier auf die Spur gebracht hast Sehr, sehr und gerne. auf dieses wirklich wichtige Thema aufmerksam machst. Denn in den normalen Medien, in der Qualitätspresse, liest man ja gar nichts darüber. Naja, die sind ja alle gleichgeschaltet und singen das gleiche Lied von ihrem Herrn. Und da musst du nur gucken, das ist ein anderes Thema, wer bezahlt denn die Medien? Ja? Aber das ist heute wahrscheinlich zu lang für dieses Thema hier. Ja. Aber ganz klar, die freien Medien sind eigentlich die, die die Wahrheit aufrollen. Aber auf uns geht man natürlich dann auch dementsprechend los. So ist das eben. Klaus, wir sehen uns morgen auf dem Webinar. Ich bin auch mit dabei und hoffe, Freue dass mich auch. meine Stimme bis dahin noch durchhält. Also, Danke. bis morgen 19 Uhr. Bis morgen, Michael. Schönen Abend nach Berlin. Tschüss.